Ich begrüße euch wieder zur zweiten Einheit. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen euer Beckenkreisen schon kultiviert und seid zu Hause in der Übung. Wir fangen zuerst einmal auch mit einer ganz kleinen Lockerungsübung an und werden dann ein bisschen in die Kräftigung der unteren Bauchmuskulatur gehen. Deswegen habe ich mir mein Hemd auch hochgeknöpft, damit ihr dann bei der Übung schön sehen könnt, hoffentlich welche Bauchmuskeln da arbeiten. Die erste Übung, die wir heute machen, die ist noch ein bisschen in die Kategorie der Lockerung zu bringen. Und zwar habe ich gesagt, das Becken hat drei Möglichkeiten, drei Achsen, um die es sich bewegt. Und wir werden jetzt noch einmal die Achse, die man zum Beispiel gerade in der Galopparbeit braucht, ein bisschen üben, indem wir uns in den Langsitz hinsetzen, Oberkörper im rechten Winkel, Brustbein schön aufgerichtet. Und jetzt gehen wir einfach nach vor und zurück auf der Matte, nur mit Hilfe unseres Beckens. Ihr werdet merken, dass ihr vielleicht auf einer Seite etwas steifer seid. Versucht auch hier in kleinen, ganz geregelten Bewegungen euch vor und zurück zu bewegen. Wir lockern und kräftigen gleichzeitig. Ihr merkt, dass man auch schon die seitliche Rumpfmuskulatur sehr gut dazu braucht. Und man merkt auch, auf welcher Seite einem es viel leichter fällt, das Becken zu heben. Das könnt ihr ein paar Minuten machen. Die Übung ist relativ ermüdend anfangs. Ihr macht es einfach so lange, bis ihr merkt, dass sie einen Effekt hat. Und dann geht ihr wieder in die Entspannung. Die zweite Übung, die wir noch ein bisschen in die Kategorie der Lockerung machen. Wir gehen in den Fersensitz. Jetzt gehen wir wieder in diese Kippbewegung, die ich euch anfangs mit der Wirbelsäule gezeigt habe, die wir ja beim Reiten sehr, sehr stark brauchen. Und wir umarmen erstmal einen Ball. Mach uns ganz rund, das Becken kommt nach hinten, der Beckenkamm wird überstellt. Wir atmen ein und jetzt gehen wir ins Hohlkreuz. Wir atmen wieder aus, umarmen einen ganz dicken Ball. Atmen ein, gehen wieder ins Hohlkreuz. Damit die ganze Wirbelsäule betätigt wird, gehen wir auch mit dem Kopf mit. Beim Umarmen des Balls nach unten blicken, zum Bauchnabel, beim Aufmachen nach oben blicken. Auch das Brustbein wird schön gehoben, das Becken wird in dieser Bewegung gelockert. Auch das macht ihr so 20 Mal, bis man eben selber merkt, dass die Bewegung fließend wird. Und dann haltet ihr für einen kurzen Moment inne. Die Zeit gönnt euch immer, damit man spürt, was im Körper passiert ist. Ich spüre immer, dass es hier etwas belebter ist. Wenn man viel reitet, wird genau dieser Part sehr, sehr fest. Da spürt man mit der Zeit gar nichts mehr. Die dritte Übung machen wir in Rückenlage. Das ist jetzt schon eine kräftigendere Übung. Ihr kommt ganz langsam mit rundem Rücken. Wirklich aufpassen, dass hier der Rücken immer gerundet ist, langsam in die Rückenlage, stellt die Füße auf und jetzt gehen wir auch hier in diese Kippbewegung, Hohlkreuz beim Einatmen und beim Ausatmen, fest den Rücken in den Boden schmiegen, einatmen, Hohlkreuz. Ausatmen wieder, fest gegen die Matte drücken. Einatmen, Hohlkreuz, der Rücken hebt sich, man kann hier was durchschieben. Ausatmen, fest Andruckpress geben, da spürt man schon diese unteren Bauchmuskeln. Die brauchen wir gleich für die nächste Übung. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Ihr macht die Übungen wieder so circa 20 Mal und nachfolgend eine ganz kurze
Entspannungsphase, eine Phase, wo man nachfühlt. Letzte Übung für heute ist, das Becken etwas an den Boden pressen. Nicht ein ganz fester Armpressdruck, ein mittlerer. Und jetzt abwechselnd die Beine heben, langsam heben und dabei achten, dass die Beckenäste, da wo ich meine Finger jetzt habe, ganz ruhig bleiben. Das kräftigt jetzt diese vordere Bauchmuskulatur, die wir brauchen. Wir sollen ja beim Reiten elastisch sein, aber trotzdem nicht ohne Muskelspannung. Dabei aufs Atmen nicht vergessen. Lasst euch Zeit. Die Übung muss nicht schnell sein. Langsam. Aber den mittleren Anpressdruck an die Matte nicht verlieren. Das heißt, nicht hier ins Hohlkreuz gehen, aber eben auch nicht ganz fest anpressen, sondern einen mittleren Anpressdruck und zu Fuß gehen. Die Übung, wenn man die 20-30 Mal macht, kräftigt ganz schön. Und wenn ihr ganz fleißig seid, könnt ihr nach einer kurzen Pause noch einmal in eine Wiederholung gehen. Das kräftigt sehr schön den unteren Bauch. Und damit sind wir auch schon fertig für heute. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Üben. Seid ein bisschen eins mit eurem Körper, seid aufmerksam, weil wir uns jetzt diese Zeit gönnen können, die wir oft am Pferd gar nicht haben. Weil wenn jeder den Alltag am Pferd beobachtet, dann geht man meistens kalt und steif aufs Pferd. Und geht auch nach einer viel zu kurzen Schrittphase schon in die Arbeitsphase und verlangt vom Pferd etwas und hat gar nicht mehr den Fokus auf sich. Und dabei ist es so wichtig, einer der Grundsätze ist, der Reiter formt das Pferd. Wenn ein Reiter unbewusst schief oder verspannt sitzt, kann das Pferd auch nicht locker werden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!